Wir machen hier ein bisschen Making-of von einem richtig coolen Motorrad-Werbespot von der coolsten Motorradwerkstatt in Köln. Wir sind jetzt hier in der Werkstatt. Wir haben unten die wunderschönen Motorräder. Problemquelle sind erstens diese drei Fenster. Die sind zu hell. Und was wir eben erreichen wollen, ist, die dunkel zu bekommen. Das machen wir, legen wir einen Molton-Stoff drüber, der das Ganze so abdunkelt, dass wir gleich mit unseren Lichtquellen besseres Licht erzeugen können als das unsteuerbare Licht von oben. Und das machen wir jetzt. Nachdem wir den Raum dann völlig abgedunkelt haben, machen wir wieder hell. Und zwar so, wie es für uns am besten passt. Mensch und Maschine sollen hier kontrastreich beleuchtet werden. Dafür nutzen wir ein sehr starkes, großes Licht, welches wir gezielt auf Motorrad und Protagonisten einrichten können. Für einen passenden Look in dieser Szene nutzen wir das Zusammenspiel aus orangenen und blauen Farben. Mit verschiedenen LED-Spots und Flächenleuchten erzeugen wir zusätzliche farbliche Kontraste. Orange für die aufgehende Sonne und Blau als technische Farbe für einen leichten Schimmer auf dem Motorrad. Zusätzlich nutzen wir für die Werkstatt eine Nebelmaschine. Nicht nur, um das Licht ein bisschen sichtbarer zu machen, sondern auch, weil diese etwas neblige Luft die Stimmung einer Werkstatt nochmal mehr hervorhebt. Es wirkt damit so, als wäre hier wirklich viel Staub vom Schleifen und so weiter in der Luft. Dann haben wir auch noch ein paar Fahraufnahmen geschossen. Schließlich ist der Motorrad, das herumsteht, allein noch nicht spannend. Unser Protagonist bewegt die Maschine durch eine extra gescoutete Location. Und weil wir kein Budget für Straßensperren hatten, haben wir die Aufnahmen ganz legal aus dem Auto rausgeschossen.